Im Großen und Ganzen empfand ich die Zeit als eine Zeit, die uns viel abverlangt hat. Die Zeit Ende 1950 ist heute ja von vielen gar nicht mehr nachvollziehbar. Wie wir das Leben mit unseren eigenen Händen wieder lebenswert gemacht haben. Solche Dinge wie Urlaub oder mal ins Theater gehen, das gab es bei uns gar nicht. Es war aber auch eine Zeit, die einem viel gegeben hat. Man freute sich viel mehr über die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Meinen Sohn eben. Wissen Sie, Kinder sind so wichtig für das eigene Glück. Meine Mutter wird heute immer noch alles für uns tun, genau wie früher. Wir hatten wirklich nicht viel damals. Ich erinnere mich noch an diesen kleinen Einkaufsladen in unserer Straße. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber Süßigkeiten waren damals unglaublich teuer. Und trotzdem hat sie immer ein großes Stück Schokolade für uns in der Tasche gehabt. Ich sehe meine Mutter heute nicht mehr so oft. Bin beruflich weggezogen. Aber wenn ich mal da bin, dann möchte ich auf jeden Fall unter die Arme greifen. Aber ich habe immer das Gefühl, die Zeit, die wir noch haben, die verplempern wir mit irgendwelchen Papierkram oder Alltagsthemen, wie zum Beispiel Telefonrechnung oder Reparaturarbeiten oder gar Steuerfragen. Ich bin ein wenig traurig, ja. Ja, weil es Dinge gibt, die ich nicht mehr alleine kann. Die ich auch nicht mehr verstehe. Und auch, die ich nicht tun will. Und mein Sohn ja, wenn er denn mal da ist, dann haben wir kaum Zeit füreinander mit all den Dingen, die zu tun sind. Es gibt ja auch Dinge, die ich nicht mal weiß, ne? Oder mal eben aus der Ferne regeln kann. Wenn Mutti zum Beispiel mit ihrem Handy überfordert ist. oder wenn irgendein unverständlicher Antrag auszufüllen ist oder wenn sie mit einem Behördengang überfordert ist. Oder irgendwelche Versicherungsfragen. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Bin ich wirklich fit da drin? Und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Zeit dafür. In meinem Leben ist ja auch so einiges los. Ne? Familie, Job, ja, Verpflichtungen eben. Natürlich möchte ich die Zeit mit meinem Chris genießen. Es wurde uns damals auch genug davon genommen. Richtig. Wissen Sie, was hier in Deutschland fehlt? Jemand hier in der Nähe, der nur für Sie da ist, der sich um die ganzen Sachen kümmert. Das wäre schön. Wir kümmern uns. Das ist mein Sekretär. Er ist für Sie da, ob es um Hilfe rund um Ihre Person, Ihr Geld, Ihr Büro, Ihr Zuhause, Ihr Recht oder um Hilfe bei Mobilfunk- und Computerfragen geht. Er ist für Sie da. Nehmen wir an, Sie suchen die optimale Haushaltshilfe im Alltag. Mein Sekretär findet Sie. Oder nehmen wir mal an, Sie blicken bei all Ihren alten Unterlagen und dem Schriftverkehr mit Versicherungen, Behörden und so weiter einfach nicht mehr richtig durch. Mein Sekretär sortiert für Sie alles und hilft, wenn etwas zu erledigen ist. Selbst Themen rund um Ihr Zuhause, ob es um die Pflege Ihres Gartens geht, um die Instandhaltung Ihrer Immobilien oder gar um eine Einbruchssicherheitsprüfung. Ihr persönlicher Sekretär ist für Sie da. Ich finde, dass wir das verdient haben. Sprechen Sie mit uns. Ihre Volksbank Dachau.